Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Damit die Tiere auch keine, ja, keine Angst kriegen in der Nacht, wenn ich euch irgendwann mal später rauslasse. Ja. Da. Da, genau. Ja, und hier. So, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal eine schöne kleine Beleuchtung drin. Und drei haben wir noch. Vier sind es ja in der Theorie. Eine fehlt ja eigentlich noch, aber ist in Ordnung. Okay. Jetzt können wir theoretisch, muss ich mal gucken, die Fackeln waren ja hier. Laterne. Genau, oder hier. So. Dann müsste ich aber jetzt hoch. Gott, ich muss jetzt so viel überlegen. So, einmal hier. Einmal da. Einmal da. So, und jetzt hier drüben. Hier. Da auch. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall hier noch. Wir brauchen noch ein paar Laternen. So, ja. Damit wir auch alles, ja, damit auch alles einsehbar ist, und dann reicht es, wenn ich hier eine dran mache und dann, jo, dann haben wir das auf jeden Fall ausgeleuchtet. Und dann können wir ja mal hier hochgehen. Und dann haben wir zum Beispiel den Tierbereich mit dem Eingang nach oben. Hier unten kommt dann noch so ein schöner Zaun dran, wo ich dann quasi das alles so mache. Genau. Jetzt ist ja mitten in der Nacht. Warum ich die mal nachfülle, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das läuft und läuft. Da. Kann ich jetzt schlafen? Ja, ich kann schlafen, das ist super. Es ist jetzt der nächste Morgen, wie man jetzt sieht. Ist hier, so, habe ich hier, ja, habe ich hier so einiges angebaut. Wo ich mich selber erstmal noch zurechtfinden muss. Hier drüben haben wir das Tiergehege, das wird dann hier geändert. Ja, damit die ein bisschen mehr Fuß, Lauffuß haben und nicht im Regen stehen müssen. Die Wasserkanister. Was ist das hier nochmal? Die Sprenkleranlage. Das war, glaube ich, für das zweite Tiergehege. Genau. Die Bäume, also die Baumfarm, die wird hier auch schön ausgebaut. Damit man da nicht mehr so viel schieben muss, sondern einfach ein bisschen mehr bauen kann. Was ist das? Eine weiße Blume. Ich ergebe mich. Ich frage mich, wovor, aber gut. Okay. Hier haben wir ja unser kleines, ja, Atelier mit Musik. Irgendwie muss er sich ja beschäftigen. Und vielleicht braucht er ja mal ein Radio. Keine Ahnung. Und Kraftstoff platzieren? Ja, natürlich, ich gebe immer meinen Kraftstoff hier rein, warum auch immer. Genau, das ist doch, nee, den hatten wir schon, den Kamin. Der war damals auch schon, wie ich gerade sehe. Der ist doch nicht neu.
Okay, Essplatz, Couch und so weiter. Das war so der Vorführeffekt, die Kreativwelt, die Zeigewelt. Jo, jetzt wird die Zeigewelt ein bisschen ausgebaut und mal gucken, wie weit ich vorwärts komme. Wir haben ja schon einen Turm begonnen und dann wird das so eine Art kleine Stadt des versunkenen Landes. So, bis dahin noch viel Spaß und tschüss. So, da bin ich wieder bei Raft. Wow, gleich angefangen, ja, überflutet das Deck. Wir machen ja erstmal das Tiergehege. Ein Teil offen, ein Teil geschlossen. Also offen, hier geschlossen, da. So, dann wollen wir mal. Ich weiß gar nicht, was ich will. Okay. Machen wir mal gleich richtig radikal. Hat er radikal gesagt? Das ist das Böse. So. Wir machen einmal eine Dunkelkammer aus. Außer die Ecken, die mache ich mit halben Dingern. So. Einmal hier. Gut, Mikrofon funktioniert schon mal. Jupp. Jupp. Geht. Ja, habe das jetzt eine ganze Weile nicht genutzt, weil aus Gründen ich nicht mehr zum Aufnehmen kam. Weil ich bin ja zu Hause in Arbeit erstickt, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, dann haben wir nur noch hier. Na. So, dann haben wir das Ding hier, genau. Und jetzt brauche ich die halben. Na? So. So. So, ich passe das mal so an, wie es hier eigentlich ist. Obwohl, ich könnte ja auch mal so machen, wa? Oh, Mann. So. Okay, dann mache ich mal jetzt hier weiter. Steuerung spinnt manchmal, aber gut. Ach so, okay, haben wir. Jetzt sieht das hier unten so ein bisschen aus wie ein Boot. Und hier wollte man ja die Länge ziehen. Genau, hier wollte man ja so ein bisschen die Länge ziehen. Dann machen wir ja auch mal die Länge. Okay. Sollte jetzt passgenau stimmen. Jo. So, hier. Drei. Machen wir hier auch schräg, wa? Okay. Dann lassen wir hier so eine Art Eingang. Jo. Ja, voll symmetrisch auf jeden Fall. Haben wir hier eine Tür? Hm, was ist das jetzt eigentlich? Ein Zaun ist das, okay. Na? Super. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal hier optimal gelöst.
Jetzt muss ich mal rausfinden, wie ist das jetzt hier drüben geregelt bei dem da? Ich bin dein Vater. I love you, ooh. I love you, yes I do.